Guten Morgen. Ja, ich bin durch einen Beitrag von Tichys Einblick, und zwar, das ist ein Interview mit Dr. Markus Krall, bin ich darauf gekommen, auf das Problem Wohlstand bzw. Sozialismus. Ja, das eine oder das andere. Dr. Krall sprach da über die Freiheit des Menschen und wie Gesellschaften mit dem Menschen an sich umgehen. Wenn es eine freie Gesellschaft ist, die also auch die Freiheit des einzelnen Menschen anerkennt, dann kommt diese Gesellschaft im Allgemeinen immer zu Wohlstand. Na gut, es geht auch mal den Berg wieder runter, wenn die Menschen dann zu übermütig werden. Also ja, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis tanzen, sagt man ja so. Beziehungsweise mit Gesellschaften, die eben mit der Freiheit des Menschen nicht so umgehen, wie es sein muss und die dann grundsätzlich in Armut und alles andere Schlimme führen. Das Problem ist aber folgendes. Also ich werde euch diesen Artikel hier verlinken, auch zu der Stelle 2713. Ich hoffe, dass das diesmal klappt mit dem Verlinken, vor allem sekundengenau. Aber okay, wie gesagt, das war der Stein des Anstoßes. Das ist der Talk mit Markus Krall. Geldpolitik vernichtet unser Vermögen. Aber diese Gedanken der Freiheit, die kommen in diesem Bereich ganz gut zur Geltung. So, jetzt aber, was hat das mit letzten Endes mit dem Buch zu tun, wovon ich schon gesprochen habe, IQ ist nichts, Unbildung alles. Erinnern wir uns, also in diesem, ich werde euch auch dieses Video verlinken, weil da geht es um das komplette Inhaltsverzeichnis, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Da spreche ich auch vom fehlenden Ansehen. Menschen haben fehlendes Ansehen, wenn sie als Nichtsnutze betrachtet werden, weil sie nichts können, weil sie zu faul sind. Oder gar, wenn sie zu dumm sind, aber das sind ja die allerwenigsten, richtig dumm. Und die Menschen sind sich dieses fehlenden Ansehens schon bewusst, ne? Deswegen gibt es ja auch dann solche großartigen Typen unter denen, die einen dann immer zu irgendwelchen Sachen aufrufen, Maske auf und alles so ein Blödsinn. Aber dieses fehlende Ansehen, das macht den Leuten dermaßen zu schaffen, dass sie letzten Endes alles dafür tun, um dieses Ansehen entweder wieder zu gewinnen, beziehungsweise andere, die gut angesehen sind, mit in ihr Niveau, auf ihr Niveau runterzuziehen. So, aber nochmal zum Thema freie Gesellschaft oder Sozialismus, Wohlstand oder Sozialismus. Wenn eine Gesellschaft also, wie im Sozialismus, den Menschen einbläut oder immer wieder sagt, ne, eine Lüge muss oft genug wiederholt werden, dann wird sie geglaubt. Das war ein Goebbels. Wenn sie es immer wieder sagt, ja, du bist wirklich für was nütze, du bist wirklich ein ganz wichtiger Mensch in unserer Gesellschaft, ja, dann ist das Ansehen wiederhergestellt. Und letzten Endes geht es doch darum, diesen Sozialismus, also die Idiokratie, die unser aller Wohlstand letzten Endes kaputt macht, zu verhindern. Ja, macht was, sage ich immer gerne, ne? Aber macht's gut. Denkt darüber nach. Ja, und dann habt einen schönen Tag. Und nebenbei kann man das Unterbewusstsein mit solchen Gedanken wie eben angesprochen beschäftigen, um das Richtige zu tun. Also, nochmal alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Tschüss.